Ist jetzt wieder Zeit, um heil zu werden und wieder mal das in sich zu gehen, mit Hilfe vom Wort Gottes. Über Gott, würde ich sagen, passt er ja dazu. Über Gott. Es ist nicht Gottes Wort. Gottes Wort wird aus dem Herz gesprochen, durch den Geist, hat Meister Jesus gesagt. Die Christen müssten das verstehen, sich nicht auf Buchstaben beziehen, die sie töten und zum Tode führen. Es ist halt heikel, sich mit Dingen zu beschäftigen, die zweideutig sind. Ein zweischneidiges Schwert ist das Wort. Es kann dich schneiden, es kann dich heilen. Ein Arzt heilt mit dem Messer, ein Verbrecher nimmt das Leben. So ist auch diese Dualität in uns drin. Und dieses Wort bringt dich dazu, so oder so zu sein, dich zu entscheiden. Aber weil es nicht vollkommen ist, das behaupte ich in meiner Welt. Denn da beziehe ich mich auf den Geist in mir. Dieser Geist spricht. Und wenn dieser Geist spricht, dann wird das gesprochene Wort Realität. Es ist der Geist, der in uns ist, in jedem von uns, als Söhne und Töchter des Schöpfers, des Programmierers, des Schöpfers dieser wunderbaren Welt. Und wir sind seine Kinder, seinem Geist. Und die Natur hier ist begeistert, von uns begeistert, von unseren Vorgängern, ja, auch Kindern Gottes, die das hier hineingegeben haben, was wir jetzt nutzen und wenig zurückgeben. Immer noch fordern. Darum ging es auch hier in der Versuchung Jesu in der Wüste. Immer etwas zu nehmen, zu bekommen oder erstmal zu geben, was man hat. Und an sich zu glauben. Wir werden, wie es üblich ist bei mir, es immer mit Eingang in der Natur tun. Das Wort von oder über Gott. Wenn du es verstehst, ist es von Gott. Wenn du es nicht verstanden hast, ist es über Gott. Es ist über Gott. Das heißt, es ist über dem, was Gott ist. Das heißt, es setzt sich über Gott. Die Bibel wird von uns Menschen über Gott gesetzt. Und wir sagen aber, es ist Gottes Wort. Und weil es das Wort ist von Gott, dann ist es das Letzte, was bei uns ankommt. Und somit ist es der Kontakt mit Gott falsch gedacht. Wir sollten nicht denken, wir sollten nicht fühlen. Ja, die Friedensweise. In dem Moment, wo man die Friedensseife anwendet, schaltet der Kopf ab. Ja. So gehört sich das auch. Es geht um die Dualität, um das, was du bist und das du nicht bist. Und wer in dir diktiert, wer das Sagen hat. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinnen des Tempels und sprach zu ihm. Selbstmörder, sozusagen. Teufel hat ihn bis auf die Palme gebracht. Hiermit bis auf die Zinnen des Tempels. Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, Psalm 91, 11, 12. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deine Füße nicht an einen Stein stößt. Der Teufel weiß es, weil das ist ja ein Teil von uns. Das ist der Speicher, der Kopf. Das, was ich momentan durch die Friedensweife abgeschaltet habe. Jedes Wort hat seine Bedeutung und seine Zeit.
Da sprach Jesus zu ihm. Zu ihm. Er sprach zu sich selbst in der Spiegelung. Zu dem Dämon, zu dem Tier. Wiederum steht auch geschrieben, 5. Mose 6, 16. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wenn dich der Kopf versucht, das passiert ja oft bei uns. Er fickt uns so richtig, wie das System, weil das ja das System ist. Da kennt ihr das Wort, das alte Wort, die alten Programme, die immer noch leben wollen. Energie und Aufmerksamkeit ziehen durch magische Bücher, die man sie nicht versteht. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, widersprach er zu ihm. Er spricht viel, er spricht nur und zeigt von weit weg in der Ferne, verführt und lockt und bietet an und macht dann die Dualität. Und alles passiert in dir selbst. Es ist dein Leben, mein Leben. Die Entscheidung, der Weg, den wir wählen, den wir gehen, wo der Kopf dann uns diktiert, dass wir dranbleiben sollten, bis zum Tod. Jesus hat anders gehandelt. Und er hat nicht mal was gesagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Er hat nichts darauf erwidert. Führt ihn einfach nochmal auf einen hohen Berg. Er zeigt ihm die Reichtümer der Welt. Die Reiche der Welt und die Herrlichkeit dieser Welt. Damit er seine Seele verkauft und den Kopf diktieren lässt. Ein Mann ist ein Mann, wenn ein Mann ist. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Die Spiegelung. Ich bete mich im Spiegel an. Spiegel, Spiegel an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Reich? Du, Paul, aus Nachodka. Du bist der Schönste, der Glückste, der Intelligenteste, der Weiseste, der Heiligste im ganzen Land. Es gibt keinen, der so ist wie du. Doch, da gibt's einen. Der ist da ganz weit hinten. Der ist fast so gut wie du, ach, fast sogar besser. Spricht der Teufel zu mir im Spiegel. Und wenn ich dann sag, oh, ja, gib mir die Kraft, was kann ich tun, damit ich ja nicht schlechter bin als er, damit ich in der Konkurrenz immer vorne liege. Und somit hatte der Teufel den Jesus von Nazareth fast gehabt, dachte er. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Satan hat er zu ihm gesagt, nicht Teufel. Denn es steht geschrieben in 5. Mose 6, 13. 3 Verse früher als das, was er am zweiten Mal vorgehalten hat. 5. Mose 6, 16. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und hier steht geschrieben, sagt er, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und in allem dienen, sagt der das Spieß übergedreht. Die Dualität richtig gestellt, die Garantien eingeschaltet. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Wenn man seinen Weg geht, wenn der Teufel dich versucht und du widerstehst, wenn du selbst versuchst, wirst durch dich selbst in der Spiegelung, durch das, was dich reizt, ist das, was in dir ist, ein Potenzial, an Möglichkeiten. Es ist der Lebensquest, mein lieber Freund. Jeder schaut sein Selbst. Nicht schon geschrieben. Und wenn man dann zu seinem Schatten sprechen kann und ihn bei Namen nennen kann, den Satan, dann gehorcht er, der Spiegel an der Wand.
und tut, was du sagst. Dann wird aus dem Spiegel ein Geist in der Flasche. Dieser Geist, der dann durch dich spricht und dir alles erklärt, was dich interessiert. Wenn du es mit anderen teilst, aufrichtig, nicht für Geld, nicht für Macht, nicht für Einfluss, nicht für das Ego, nicht für die Krone, damit man ja nicht in die Quarantäne kommt. Und dann kommt die Zeit, wo die Engel zu ihm treten und dienen. Das sind die Menschen, die dich verstehen, die dich dann bestätigen, wenn du den Weg, deine Quest bestanden hast, kommen die Meister um dich herum. Sie zeigen sich und bestätigen dich, ohne dass es dir schadet. Aber du wirst dann verstehen und fühlen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Die Belohnung wird nicht lange ausbleiben. Denn wenn du dienst der einen Liebe, den einen Gott, wenn du dich von dir selbst nicht abwendest, dich selbst liebst, dann reißt du dir die Hand auf deinem Schatten, deckst seine Sünden zu, deckst seine eigenen Sünden zu. Du wirst Herr deines Lebens. Den Teufel in dir, den kannst du dann ins Gesicht schauen und ihm befehlen, dass er dich anbeten soll und nicht von dir fordern, dass du als Kind Gottes, als Tochter und Sohn Gottes, des Vaters, des Schöpfers, mit der Magie, die in uns steckt, dass wir sie auf dieses System aufwenden, der Struktur dienen und sich nicht bedienen lassen. Doch wir müssen erstmal entscheiden, wer wir sind. Mensch und Gotteskind, Schöpfer und Kind oder ein sterbliches Wesen wie ein Tier. Ohne Geist, ohne Willen, dem Kopf unterworfen, dem Diktat des Gesetzes, eines anderen Willen. Denn dann gibt es keinen Ausweg als nur den Tod. Viel wird verheißen, viel wird dir geboten, aber am Ende bleibt der Tod. Wenn du aber diese Wüste durchquerst, die Versuchungen bestehst, fallen, ist nicht schlimm. Wichtig ist aufstehen und weitergehen. Da scheitert es bei den meisten. Dann kommst du an und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Ich denke überhaupt, dass dann deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Dann hat sie ja ein Leben. Ja, so ist das. Es ist schön zu verstehen und zu wissen, dass wir selbst bestimmen, was in unserem Leben passiert. Dass wir selbst entscheiden, was wir möchten, was wir fühlen. Und so ist es auch so, dass wir dann das verstehen und wissen, nur nicht handeln können. Weil wir der Versuchung nicht widerstehen konnten. In der Wüste, die wir erleben. Da hilft nur noch die Friedensreife mit dem Geist. Das heißt, einfach sagen, tut mir leid, mein lieber Gott in mir. Das Kind, dass ich nicht im Gefühl bin, sondern im Kopf. Ich werde dir diktieren, wie mir diktiert wird von dem System. Und wenn man dann sagt, ich lasse mir helfen durch Menschen, durch Engel, durch den Geist der Natur. In meinem Falle ist es die Friedensreife mit Marihuana. Ja, es ist etwas, was für uns alle sehr, sehr wichtig ist. Wir werden es noch in den nächsten Jahren feststellen und sich erinnern, dass es die gab, die das wussten, die das gesagt haben, dass man ein qualitatives Leben lebt und sich ausleben kann, sich beleben kann, mit der Natur in Einklang, sogar das Wort über Gott lesen und verstehen kann, mit Respekt und Achtung vor dem Leben, mit Liebe, mit Selbstfindung, mit Souveränität und Selbstglauben.
Und somit auch dieses Mal. Es ist einfach du selbst, der entscheidet, was für einen Sinn dir das Buch gibt, was für einen Sinn dir eine Kerze gibt, was für einen Sinn dir ein Schluck Tee gibt, was für einen Sinn dir die Begegnung mit dem Geist der Natur gibt, was du dir selbst für einen Sinn gibst im Leben, werden dir diktiert und werden dir sich diktieren lässt.